Hallo liebe Weihnachtsfreunde, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten geht es um die Weihnachtsbeleuchtung. Im Speziellen, ihr kennt das alles hier, die klassischen Birnchen, die man hier so kaufen kann von berühmten Herstellern. Und die verbrauchen natürlich richtig Holz. Und jetzt ist die große Frage, kann man das irgendwie sparsamer gestalten? Jetzt gerade in der Energiezeit, wie sieht es da aus, um nicht ganz auf diesen Weihnachtsspaß zu verzichten. Und da habe ich mir was zusammengebaut. Ja, richtig gehört, ich habe mir was zusammengebaut. Und zwar einen Regeltrafo, beziehungsweise einen Stelltrafo. Stelltrafo muss ich sagen, Regeln tut er nicht. Also Stelltrafo, und zwar kann ich jetzt hier von den 230 Volt, die ich eingangsseitig habe, runterregeln auf eine kleinere Leistung. Und das macht sich im bemerkbar. Gut, also wie schaut das Ganze aus? Also ich zeige es euch jetzt hier offen und ich empfehle es, also ich sage gleich, wer es nachbauen möchte, auf eigene Gefahr, weil mit 230 Volt rumspielen ist gefährlich. Aber ich zeige es euch mal, wie es aussieht. Also, es sieht folgendermaßen aus. Strom, Zeitschaltuhr, ich habe hier Energiemessgeräte reingebaut, damit ihr das hier sehen könnt. Dann geht es hier weiter, kleine Unterverteilung, mit Leitungsschutzschalter und Fehlerschutz, also RCD oder FI. Dann hier in den Stelltrafo rein. Stelltrafo hier, 230 Volt noch ganz normal. Und dann weiter, blub, blub, zur Weihnachtsbeleuchtung. So, ach wie schön, das schneit auch noch. Ja, und jetzt ist es das Besondere. Also ich habe aktuell eine Leistung, das ist diesen kleinen Baum hier, was ich hier verbrate, von... So, mal kurz mal gucken. Kann man hier 354 Watt, und das sind, was hinten rauskommt, sind 341. Also ich habe 10 Watt hier entsprechend Verluste mit meinem kleinen Stelltrafo, wenn ich es einfach nur durchschleife mit 230 Volt. So, jetzt möchte ich ja runterregeln, und zwar, das ist so eine Einstellungssache. Ich muss ganz ehrlich sagen, also mir hat so 150 Volt, wenn ich hier einstelle, ihr wisst ja, 150 Volt zum Quadrat geteilt durch 230 Volt zum Quadrat, dann wirst du eigentlich wirklich erst, also es geht ja quadratisch die Leistung zurück. Also ich drehe jetzt hier einfach zurück auf meinem schönen Regler. Wo sind wir jetzt hier? Hier bei 150, ja, beziehungsweise ein bisschen, machen wir 175. Also hier, ja, seht ihr jetzt wahrscheinlich nicht so stark zwischen jetzt 230 und 75, tut sich jetzt nicht so viel, aber also hier 175 Volt eingestellt, dann habe ich hier noch einen Energieverbrauch von 234 Volt, was rausgeht an die Birnchen, und 245 Watt werden nur noch vom Netz genommen. Also 100 Watt Einsparung bei, ich sag mal, minimalem Rückgang der Beleuchtung. Und das macht dann schon, wenn man sich das ein bisschen hochrechnet, macht das schon einiges aus. Man kann natürlich dann hier noch ein bisschen drehen, noch ein bisschen sparsamer agieren. Irgendwann ist es dann mal zu sparsam, dann hat man kein Licht mehr, dann bringt es auch nichts mehr. Aber so habe ich mir das einfach hier mal zusammengebaut. So, das ist jetzt hier zur Funktion. Funktioniert wunderbar bis auf eins, und zwar den Stelltrafo habe ich hier, der kann maximal 500 Watt. Und jetzt, das ist jetzt hier die Frage an euch, wie man sowas verbessern könnte, habe ich hier drin über einen Leitungsschutzschalter abgesichert. Und dieser Leitungsschutzschalter, das ist ein C2. Also so kleine Teile gibt es auch, C2. Wenn man guckt, ein C2 ist das. Und der fliegt mir raus. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal auch noch, beim dritten Mal hält er dann. Wenn der entsprechende Magnet, also der ja, vormagnetisiert ist, sage ich jetzt einfach mal ganz pauschal hier vom Trafo, dann hält der. So, jetzt meine Frage, was kann ich jetzt machen, dass der mir immer hält? Also, was muss ich hier modifizieren, was gibt es hier für Möglichkeiten, gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Jetzt habe ich gleich meine 5 Minuten voll. Jetzt kann ich noch sagen,
Nächsten Sonntag gibt es noch ein weiteres Update. Da habe ich ein bisschen wieder was modifiziert hier. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Hier oben dürft ihr noch abonnieren. Hier geht es weiter mit einem weiteren coolen neuen Video. Und ja, so sieht der Baum mittags aus. Am 24. zeige ich euch den Baum in echt.